neuer Shop in ganz genau 7 Sekunden. Vergesst aber nicht, wie gewohnt davor, zu liken und zu abonnieren. Danke für euren Support. Mal schauen, was Epic Games sich heute für den Shop ausgedacht hat. Vielleicht eskalieren die wieder komplett, hauen was Seltenes, Neues rein. Okay. John Cena ist im Shop mal wieder am Start. Sehr, sehr nicer Skin. Ist ja eine sehr bekannte Wrestling-Legende. Sehr, sehr nicer Skin. Gefällt mir. Cooler Skin. Einmal mit oben und einmal oben ohne. Also mit T-Shirt und ohne T-Shirt. Ja, finde ich beides ganz nice. Backpack finde ich sogar nicht schlecht. Kann man sogar relativ gut auf diesen Skins hier spielen. Vor allem auf dem Skin. Da passt es irgendwie recht gut. Spitzhacke. Ich glaube, ich habe noch nie mit der Spitzhacke gespielt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die gut ist. Aber vom Aussehen her ist die irgendwie lustig. Emote. Da ist jetzt Copyright-Musik drauf. Aber ich glaube, jeder von euch kennt die Musik, die da abgespielt wird. Ja, Emote ist einigermaßen in Ordnung. 1,5 einzeln, 800 einzeln, 400 für ein episches Emote. Kleiner Fehler oder es ist so gewollt. Dann schauen wir uns mal den zweiten Bereich an. Das könnten noch einige wieder günstiger bekommen. Denn das ist jetzt hier so ein Paket mit alten Skins wieder. Das ist nice. Solche Pakete fühle ich immer. Aber da ich schon alles besitze, kann ich mir davon leider nichts kaufen. Aber gerne mal eure Preise kommentieren, was ihr dafür zahlen müsstet. Ja, Skins sind ganz cool. Waren eh jetzt schon relativ häufig im Shop. Backpacks fühle ich jetzt bei beiden Skins nicht. Nö. 800, 800, 500, 200, 200. Also die Preise von diesen Skins hier, von den Items, sehr, sehr schmackhaft. Das Bundle ist mal wieder zurück. Schwarze Ruby, Schatten Ruby. Gab es, glaube ich, auch gratis für den PC. Soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, das war auch gratis. Ja, habe ich auch nichts dran zu meckern. Also Shop ist mal wieder, also Epic Games ist absolut nicht zu stoppen. Ich weiß nicht, was bei Epic Games los ist, aber die hauen in letzter Zeit so viel in den Shop. Ich glaube, wenn wir Chapter 4 haben, Season 1, wird der Shop erstmal ein bisschen ruhiger und dann gegen Weihnachten wird es wieder komplett krank. Skin ist wirklich sehr, sehr nice. Schöner Skin. Männliche Variante, ja, dieser Wespen-Skin hier, oder der heißt doch Wespe, ja. Skippen wir. Spitzhacke. Nö. Skippen wir auch. Lackierung. Skippen wir genauso. Nächster Bereich. Ich glaube, wir haben wieder was Seltenes im Shop. Glaube ich. Ich glaube nicht in dem Bereich. Ich glaube wieder im täglichen Bereich. Dieser Skin hier, der Stromskin, den finde ich so nice. Backpack auch nicht schlecht. Aber Skin finde ich cool. In den Kopf cool. Cooler, cooler Skin. Spitzhacke. Finde ich auch nicht schlecht. Cooler, stromiger Sound. Thunderbear-Beauftragte, ja, ist cool, aber mega, mega teuer. Wukong hatte ich sogar mal, ich glaube zur Season 4 Zeit, Chapter 1, habe ich aber dann nach ein paar Tagen wieder zurückgegeben, weil der Skin mir dann doch ein bisschen zu breit war. Das Ding werde ich mir irgendwann mal gönnen. Einfach nur so, einfach weil es 2000 V-Bucks sind. Ich glaube, das ist der teuerste Gleiter, den es in Fortnite gibt. Wenn Epic Games den noch so ein paar Stile geben würde, ich glaube, dann würde sich der irgendwie lohnen. Cooler, cooler Gleiter. Spitzhacke. Ist okay. Ist okay, aber für 1, 2 schon minimal teuer. Letzter Bereich für heute. Oh no. Oh nein, 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 nein. Wenn ich jetzt meine Augen richtig habe, ist was gestört Seltenes im Shop. Ich muss euch kurz spoilern. Ich glaube, wir haben was krank Seltenes im Shop. Ja, ja, ja. Ja, und ich hatte das Emote auch noch. Epic Games hört nicht auf. Oh shit, wir haben... Alter. Oh no. Okay. Okay, machen wir erstmal den Shop fertig. Ja, der Skin... Skippen wir. Stahlsicht, die war... Ja, können wir gleich sagen, wie selten die war. Alter. Was? Hätte ich niemals damit gerechnet. Der Skin war zuletzt im Shop. Genau der hier. Vor 903 Tagen. Backpack finde ich clean. Von 903 Tagen zuletzt im Shop. Also knapp 1000 Tage. Das ist auch selten gewesen. Können wir auch gleich besprechen. 554 Tage. Cooles Emote. Das ist das Seltenste aus dem Shop heute. Zisch. Habe ich mir das Season X gekauft. Chapter 1. Und das Ganze ist, haltet euch wieder fest, schneidet euch wieder an, 1119 Tage. Also, Epic Games ist absolut nicht zu stoppen. Keine Ahnung, was bei denen los ist. Aber bei denen scheint irgendwas los zu sein. Tisch ist wieder zurück. Heftiges Emote. Kann ich nur empfehlen.
Das Emote, ist das irgendwie selten gewesen? Nee. Das Emote ist nicht selten. Ja, finde ich jetzt nicht so besonders, das Emote. Abfeiern ist sehr chillig. Der Rest vom Shop ist wirklich nicht der Rede wert von den Seltenheitsdingern her. Ansonsten, heute mal ein kürzeres Shop-Video. Gerne mein CC im Fortnite-Shop eintragen. Kuss geht an der Stelle raus.